Wir konnten vorab ein bisschen in Hogwarts Legacy reinspielen und da es bis jetzt in den Trailern recht wenig fließendes Gameplay von einzelnen Missionen oder dem Kampf gab und sich immer noch die Frage gestellt hat, wie spielt sich das am Ende jetzt ganz genau, wie sieht das aus, haben wir uns gedacht, hey, wir nehmen euch jetzt einfach mal mit auf eine Mission, die wir spielen konnten und ich erkläre euch nebenbei und erzähle euch so ein bisschen einfach, was ich da erlebt habe und wie das Ganze funktioniert. Die Mission selber findet relativ spät im Spiel statt, also wundert euch nicht, wenn wir einzelne Mechaniken oder Gameplay-Sachen haben, die ihr dann zu Beginn vielleicht gar nicht nutzen könnt. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ganz klassisch Rollenspiel-like startet die Quest mit einer kleinen Dialogsequenz. Wir treffen hier die Hexe Poppy Sweeting aus dem Hause Hufflepuff. Die hat ein genauso großes Herz für Tiere wie auch schon Newt Scamander aus dem Hause Hufflepuff. Den kennt ihr aus den Fantastischen Tierwesen-Filmen. Und da es gerade offenbar eine Gruppe an Wilderern gibt, die ihr Unwesen im Wald treibt, helfen wir ihr natürlich, die armen Tiere aus deren Fittichen zu befreien. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Zu Beginn heißt es dann erstmal die Spur der Wilderer aufnehmen und dafür folgen wir Poppy. So laufen wir also durch den verbotenen Wald und klettern hier und da mal über einen kleinen Stein, aber wirklich vom Weg abkommen können wir nicht, denn der Wald ist recht schlauchartig aufgebaut. Wir treffen dann auf ein paar Zentauren, die gar nicht so amused sind, dass wir da sind. Die halten uns nämlich für Zauberer, die mit den Wilderern unter einer Decke stecken, aber mit ein bisschen Überzeugungsarbeit und einem kleinen Dialog können wir auch sie davon überzeugen, uns durchzulassen und somit unsere Quest weiter zu verfolgen. Auch wenn das ganze Level ein bisschen schlauchartig ist, solltet ihr trotzdem links und rechts immer mal die Augen auf halten. Hier finden sich immer mal so ein paar Pflanzen oder kleine Tierchen, die man einsammeln kann. Daraus könnt ihr dann Tränke brauen zum Beispiel. Während wir dann weiter so durch den Wald laufen, kommen wir irgendwann an einem kleinen idyllischen See vorbei. Wobei, so ganz idyllisch ist er nicht, weil da können wir gerade sehen, wie ein Sumpfgrattler noch eine Hirschkuh verspeist. Die scheinen aktuell alle ein bisschen gereizter zu sein, die ganzen Tiere. Links und rechts, wie schon angesprochen, können wir dann so ein paar kleine Tierchen, also Blutegel zum Beispiel, einsammeln. Oder rechts eben so Pilze. Gerade so die Pilze, die springen eh schon nach oben und schreien quasi, hier, hier, sammel mich ein. Aber die lassen wir jetzt einmal kurz stehen, denn vorne an der Kreuzung sehen wir schon an der Weggabelung, da sind so ein paar alte Kisten, ein Zelt, ein Fell, das könnten Hinweise auf die Wilderer sein. Heißt, dieses Lager untersuchen wir jetzt ein bisschen und das ist dann so ein bisschen wie in The Witcher 3, wenn Geralt seinen Hexersinn einsetzt. Bloß, dass wir keinen Hexersinn haben, sondern einen Zauberspruch hernehmen, und zwar Revelio. Und da seht ihr es schon, alles, was blau eingefärbt wird, sind jetzt Hinweise für unsere Quest. Zum Beispiel das Feuer, das raucht noch, heißt, sie können gar nicht so lange weg sein. Und alles, was hier jetzt so gold eingefärbt ist, ist Zeug, was wir einsammeln können. Das können dann zum Beispiel so Cosmetics sein, wie jetzt hier ein neuer Schal. Dann finden wir den scheinenden Hinweis, und zwar Koboldmetall, heißt Kobolde hängen da auch irgendwie mit drin. Mit diesen Ergebnissen gehen wir zurück zu Poppy und besprechen uns ein bisschen, wie wir weitermachen. Und nach einer kleinen Cutscene und einem kleinen Dialog gehen wir dann die Weggabelung in die andere Richtung weiter. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Siehe da, unser feines Näschen hat uns nicht im Stich gelassen. Wir hatten den richtigen Riecher. Da ist das Wildererzelt mit noch ein paar von den Wilderern davor. Und jetzt heißt es natürlich, irgendwie in dieses Zelt reinzukommen. Dabei haben wir zwei Möglichkeiten. Das können wir ganz so machen, wie wir wollen. Wenn wir gehen den jetzt allen eine voll auf die 12 oder wir verstecken uns ein bisschen und zwar mit einem kleinen Verhüllungszauber, nenne ich das jetzt einfach mal. Und jetzt können wir da durchschleichen. Das funktioniert quasi genauso wie der Tarnumhang von Harry Potter. Gefühlt merkt uns keiner, wir können da wirklich einfach durchschleichen, auf uns reagiert niemand. Ich habe aber in anderen Gameplay-Sessions gesehen, dass, also ich hatte einfach sehr viel Glück. Normalerweise können die euch schon auch entdecken, dass wir wirklich so komplett ungesehen hier durchschleichen. Das, glaube ich, ist eher selten. Trotzdem können wir auch so ein bisschen wie in Far Cry, wenn wir stealthmäßig unterwegs sind, auch die anderen Wilderer hier so, ich sage einfach mal so einen Takedown aufführen. Hier mit Petrificus Totalus einmal ein bisschen erstarren lassen und dann bewegen die sich nicht mehr. Aber eigentlich wollen wir ja nur ins Zelt, deswegen machen wir gar keinen großen Aufstand und gehen einfach rein. Was bei Merlins Bart? Sind das
krachen. Nach einer kurzen Cutscene, die euch zeigt, hey, das hier ist gar kein normales Wildererzelt, sondern eine Drachenkampfarena, wollen wir natürlich die Drachen jetzt befreien und dafür müssen wir irgendwie da runter. Heißt, es folgt ein zweiter kleiner Abschnitt, wo wir uns durchkämpfen müssen oder wieder schleichen. Wir haben nochmal die leise Variante gewählt, deswegen ist das jetzt ein bisschen unspannend zu zeigen. Ihr wisst ja schon, wie das Schleichen aussieht. Im letzten Raum vor der Arena finden wir aber auf dem Tisch einen kleinen Käfig mit einem Drachenei drin. Das wollen wir den Wilderern natürlich nicht überlassen, nicht, dass sie da noch irgendwelche Schandtaten machen. Heißt, wir wollen da ran. Leider ist der Käfig abgesperrt mit einem Schloss. Nichts, was einen Zauberer wirklich stört. Einmal Alohomora drauf, dann sollte das Ding eigentlich aufgehen. Hier funktioniert das Ganze dann mit einem Minispiel, dafür müsst ihr zwei Zahnräder in die richtige Position drehen und halten. Das ist erstmal so ein bisschen komplizierter, aber wenn man weiß, wie es geht, kommt man recht gut rein. Aber dann war es das quasi auch von dem ganzen Durchlauf und jetzt kommen wir zum großen Kampf. Gut, ich habe das Ei. Jetzt wird's gleich ein bisschen hektisch und es passiert viel auf einmal, deswegen versuche ich euch das alles ganz einfach zu erklären. Fangen wir an. Natürlich habt ihr einen Standardangriff, den könnt ihr einfach so immer raushauen. Der macht dann hier so 19 Schaden. Und wenn ihr davon 4 auf dem gleichen Gegner hintereinander verkettet, macht der letzte Angriff nochmal besonders viel Schaden. Ihr werdet selber natürlich auch angegriffen, den müsst ihr dann ausweichen oder blocken. Da habt ihr diese blaue Bubble und wenn ihr dann einen Angriff erfolgreich blockt, dann könnt ihr auch direkt zurück angreifen oder stunnen. Das ist schon sehr sinnvoll, aber wie gesagt, ihr könnt auch ausweichen. Unten rechts seht ihr auch noch 4 andere große Symbole. Das sind 4 Zaubersprüche, die man dabei hat. Insgesamt könnt ihr bis zu 16 mitnehmen. Ihr lernt aber im Laufe des Spiels noch deutlich mehr kennen. Also das ist bloß eine kleine Auswahl. Die könnt ihr dann immer wieder raushauen, bringen euch besondere Effekte mit, haben aber auch einen Cooldown. Heißt, ihr könnt die jetzt nicht wahllos einfach dauernd rausspammen, sondern müsst das auch ein bisschen taktieren. Ganz wichtig, wenn ihr solche roten Anzeigen seht wie da, heißt ihr werdet angegriffen und wenn sie rot ist, dann müsst ihr ausweichen, könnt ihr nämlich nicht blocken, weil wenn rot, sonst tot. Tod und heilen ist ein gutes Stichwort, denn in Hogwarts Legacy heilt ihr euch nicht von alleine. Unten rechts seht ihr den grünen Balken, das ist euer Leben und daneben die grünen Tränke, das sind eure Tränke, die ihr noch verbrauchen könnt. Wenn ihr also merkt, euer Balken geht zugrunde, trinkt einen Trank, dann habt ihr wieder mehr Leben. Aber das sind nicht die einzigen Verbrauchsgüter. Wir hatten hier 2 Tränke und noch 2 Pflanzen freigeschalten. Die Tränke geben dann euch wirkliche Buffs wie mehr Schaden oder eine höhere Verteidigung. Dann hatten wir auch noch 2 Pflanzen. Die sind eher wirklich Verbrauchsgüter, die ihr aktiv einsetzen könnt. Zum Beispiel die Alraune. Wenn ihr die reinzieht, betäubt ihr alle eure Gegner kurzzeitig und macht auch so ein bisschen Schaden. Das kann schon sehr nützlich sein. Da das gerade der letzte Gegner war, auftritt Endboss für diese Mini-Quest. Der hat auch so ein kleines Schutzschild um sich herum. Das bricht nachher unser Kollege, da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Wie können wir also diese alte Magie auffüllen? Unten rechts seht ihr diese 2 kleinen schwarzen Balken über unserem Lebensbalken. Mit erfolgreich gelandeten Angriffen und am besten auch mit einer Combo können wir den aufladen. Wenn da mal so ein Balken voll ist, können wir eine dieser Angriffe wirken. Angriffe wirken ist ein gutes Stichwort. Wir haben auch 3 verbotene Flüche. Hier war gerade der Cruciatus-Fluch am Berg. Wenn wir dann den Gegner angreifen, springt der Schaden auf den nächsten Gegner über. Das ist schon teilweise sehr sinnvoll. Um keinen Schaden zu bekommen, wie gesagt, ausweichen oder blocken. Hier noch einmal blocken demonstriert mit dem direkten Konter. Jetzt habe ich euch eigentlich alles erzählt, was so im Kampfsystem von Hogwarts Legacy drinsteckt. Also mit Standardangriffen, mit Ketten, mit den besonderen Zaubersprüchen, mit Heilen und Verbrauchsgütern, mit Ausweichen und Blocken, mit der alten Magie, mit der Umgebung nutzen. Das ist alles drin, das könnt ihr nutzen, wie ihr wollt. Damit lasse ich euch jetzt noch ein bisschen alleine mit dem Gameplay und dann hören wir uns am Ende wieder. Das war jetzt ein Walkthrough durch eine komplette Mission in Hogwarts Legacy. Wie ihr seht, es ist alles dabei mit einer kleinen Dialogsequenz am Anfang mit dieser Suchphase, dann mit der Möglichkeit, will ich schleichen oder kämpfen und am Ende natürlich der ganz große Fight. Ich persönlich kann euch sagen, und ich hoffe, dass es ein bisschen rübergekommen, das Kampfsystem macht wirklich Spaß. Das hat deutlich mehr Tiefe, als man das vielleicht denken möchte. Dann hoffe ich auch, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi! Keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus.
hier lang.